Vorsicht, wo Sie hintreten. Es gibt hier wertvolle Pflanzen, die man mit bloßem Auge nicht mal sieht. Wir haben Wolfsblut und Königskraut, Goldlauch und Raskovnik. Es gibt sogar... Was haben Sie da? Los, zeigen Sie mal. Er ist neugierig und ich bin es doppelt. Sie sehen gar nicht so aus, als könnten Sie Prophezeiungen machen. Außerdem ist es weniger eine Prophezeiung, sondern eher... Ich wusste, er hat einen Grund, mich hierher zu bringen. Und nicht nur, um den Zigeunern aus der Hand zu lesen. Verzeihung, den Draculesti. Sie sind überaus stolz. Und das hier erzählt ihre Geschichte. Es ist interessant. Was ich aber noch interessanter finde, ist, was es nicht erzählt. Schon gut, ich vergesse sie nicht. Jawohl, ich nehme an, darum sind wir auch hier. Immer ein guter Grund, doch nie sofort offensichtlich. Das hier finde ich allerdings ziemlich klar. Sie, die einst liebte und fiel, wird sich wieder erheben. Die Hand, die ihr Herz hielt, wird beenden ihr Leben. Naja, fast klar, wie das eben so ist. Es gibt zahlreiche Hinweise auf die drei. Die Eule, den Adler und den Drachen. Die drei Krieger waren im Krieg wie eine Hand, denn ein Schwur an die 64 sie band. Die Eule ist Ihnen bekannt, nehme ich an. Ich weiß nichts über den Adler, aber der Dritte, der Drache, Vlad Dracula selbst, sollte längst von Apasambetel zurückgebracht werden, vom Jenseits. Mich würde interessieren, was die Geschichte aus ihm gemacht hat. In meinem Beruf lernt man schnell, Historikern zu misstrauen. Aber ich weiß von seinem berühmten Kampf gegen seine zum Vampir gewordene geliebte Mara. Aber er konnte oder wollte sie nicht endgültig vernichten. Liebe, was für ein jammervolles Gefühl. Ich halte mich davon weit entfernt. Wir wissen, dass Mara zurück ist und eine große Armee von Vampiren befehligt. Aber ihr eigentliches Ziel liegt irgendwo in den Bergen, außerhalb unserer Kenntnis. Und er, der ihr Herz hielt, Dracula, ist der Einzige, der sie wieder bannen kann. Apa Vehe und Apa Muerta, das Wasser des Lebens und das Wasser des Todes? Zwei Hälften eines Kreises werden gemischt mit Apa Sambetai. Ich kann nur annehmen, dass sie eine Art chemische Reaktion auslösen, um seine Lebensenergie nach all den Jahren aus dem Weltenozean zurückzubringen. Wie ein Samen. Es ist fast wie die Arbeit mit meinen Blumen. Etwas wachsen und erblühen zu lassen aus fast nichts. Apa Vehe des hellen Morgens Lichte, Apa Muerta die Warnung, die Schlichte. Vereint in seinem Grab bringen sie dem Drachen Leben. Dann liegt's an ihm, seiner Frau, diesem Miststück, den Tod zu geben. Natürlich etwas anders formuliert. Ja, und damit würde ich sagen, hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part The Secret World. Wir waren gar nicht so dumm, der Robert und ich. Wir hatten schon den richtigen Charakter gefunden, aber es ist, scheint etwas verbuggt, haben wir im Internet erfahren. Und wir mussten ein paar Mal rumlaufen. Ich wollte gerade sagen, das haben wir natürlich gewusst, da nur, ja. Nein, das kann ja keiner riechen. Nee, das wusste ich auch nicht. Also das ist, ja gut. Also wenn das bei euch nicht triggert, die Mission, einfach ein bisschen rumlaufen, dann ging die Videosequenz dann irgendwann an. So, Baum des Lebens. Die Quelle des Stroms. Ach so, ja, dann läuft man mal hier zur Quelle des Stroms, ne? Ach, dieses Stroms. Was hast du denn gesucht jetzt? Ja, Lebensstrom oder irgend sowas. Ach so. Ahnung, dass man das interpretieren kann. Tja, links oder rechts? Ich gehe rechts, ja. Links ist, glaube ich, irgendwie sieht irgendwie ungesunder aus. Weiß ja nicht, wie oft der noch abzweigt und so.
immer an einer Seite halten und dann weiß man, wo man war. Ich trotzdem nicht. Ja, du nicht, du gehst da nochmal rechts. Ich verstehe das auch nicht, wie es so orientierungslos sein kann, ey. Das ist echt unglaublich. Schaut doch schon interessant aus. Was ist das denn? Buchstaben berühren, die Quelle aktivieren. Aha, ja, nee, ist klar. Mhm, finde ich toll. Was soll ich denn hier jetzt? In welcher Reihenfolge und warum? Gibt es da ein W, ein T und ein F? ja, das soll jetzt ja wahrscheinlich... Guck mal, wir sollen doch hier den komischen Dracula... Kann man da Dracul oder irgendwie so draus machen? J-M-O-T-Z-Y... Ha! Also hätte ich vermutet, dass es das ist. Aber guck mal, sind da manche Buchstaben doppelt? Nee, das in der ersten Reihe das zweite ist was anderes wie in der zweiten Reihe das dritte, Q oder? Und O oder irgend so, oder? Ja, ja. Ah, das ist ja echt wieder bitter, ey. Ich sag es dir. Ja, nee, ist klar. Jetzt kann man natürlich hier heiteres Rätselraten betreiben, ne? Das ist immer so. Das ist immer so. So ganz, ja, dann schreib so mal was Lustiges. Ja, was sollen wir denn machen? Weißt du, das ist Dracula, sollen wir beschwören. Zum Leben erwecken. Dracula geht nicht. Was haben wir sonst noch für Hinweise? Quelle. Die Gruft ist praktisch leer. Ich mach das hier nochmal auf. Der Baum des Lebens kann nur einer Quelle entspringen. Beschreiten Sie den Pfad des Lebens, um sein Wasser zu erhalten. So viel Leben hier kommen. Wir probieren Leben aus. Geht das hier? Jetzt gucke ich erstmal, gibt es hier irgendwo ein... Noch nicht. Ich sehe hier... ich kann die blöden Buchstaben halt auch nicht. Ja, ich ah, auch weißt du was? Weißt du, was wir gucken können, was Leben auf Rumänisch heißt? Oh Gott, ja, bitte. Ja, ja ich... Du hast Gucke ja da mal. Schon Routine. www.google.de. Das könnte es natürlich sein, weil wir werden ja ein rumänisches Wort nehmen müssen. Wir spielen hier ja schließlich... Also die Entwickler müssen echt rumänisch Übersetzer. Ja, man kriegt das hoffentlich auch andersrum übersetzt, ne? So, Leben. Leben. Text des... wir haben es auf Deutsch. Und ich möchte es auf Rumänisch. Ich mache auch sonst nichts anderes. Also... Das ist ja geil. Übersetzt live. Nee, also Englisch hätte ich das gerade so noch gekonnt. Also der Translator hier, translate.eu, nicht benutzen. Das funktioniert nicht. Google Translate. Nehmen wir halt den. Ach, sehr schön, ey. Leben. Ach, jetzt ist mir das ausgegangen. Der Browser. Passt auf, Leute. Ich google das mal kurz drüben auf meinem anderen Monitor. Da geht das ein bisschen schneller. Google Translate, please. Der ist irgendwie nicht so ganz ausgereift, der Ingame. Döns hier. So, Rumänisch, dilididi, übersetzen. Ja, geil. Das ist Deutsch hier. Trai? Na, sicher? Oh ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ach, ist das geil, ey. Ach, du Scheiße. Was heißt mehrere Möglichkeiten? Ja, du kannst immer doch bei Google Translate kannst du anklicken und dann bietet er dir mehrere Hinweise an. Ah, pass auf, wir nehmen jetzt hier, wo ist ein... siehst du irgendwo da? Ein V, ich wollte gerade sagen. Ein V. Dann brauche ich als nächstes sowas, was aussieht wie ein I. Das wird das hier oben sein, vermutlich, ne? Dann ein A. Ist es das hier? Das könnte ein A sein. Ja, probieren wir aus. Werden wir sehen, ne? Mehr wie Kuddelmuddel. Kann auch nicht mehr rauskommen. Ja,
dann brauche ich einen Tee. Ja. Jetzt brauche ich noch ein A. Oh Gott, ey, mach mich nicht schwach. Weißt du, das ist mit den kleinen Bobbles da unten und unten. Ja, das war nämlich falsch. Mit unten und oben dran ist das immer gar nicht so einfach. Haben beide einen Bobble oder keinen Bobble? Ja, der eine hat einen Bobble und der andere nicht. Und ich muss da jetzt echt mal gucken. Das ist, glaube ich, dann das richtige A. Das ist der ohne Bobble, ja. Ja. Dann hier das. T. Ja. Mit Bobble und A mit Bobble. Jawohl. Ach, Gott sei Dank auch gezählt. Das Wasser des Lebens einsammeln. Ein Jungbrunnen. Ach Gott. Eine Repräsentation des Todes finden. We proudly presents the death. Na gut. Dann müssen wir abwärts. Ja, jetzt müssen wir bestimmt auf den blöden Friedhof wieder oder so. Pass auf, ey. Ich kann auch selber sterben, das kann ich total toll. Obwohl die Dimirs, die sind auch, die könnten auch den Tod repräsentieren. Die haben ja auch einen Vollschuss, ne? Als ich die das erste Mal gesehen habe. Ja, die sind im Let's Play nicht gesehen. Ich hätte, glaube ich, bei der Videosequenz hätte ich große Augen gemacht. Sie haben gesagt, cool. Gell, da ist schon, also da schaust schon, wo bist denn hier? So ging mir das ja auch. Nur da das erste Mal bist, da habe ich echt gedacht, was sind das denn für welche? Die sind ja total durchgeknallt. Ach hier, das hier. Guck mal, ach, das soll eine Statue des Todes sein. Die sieht aber nicht so tot aus. Ja, die schaut schon. Also ich würde sie mir auch irgendwo hinstellen. Im Land der Schatten, wo die Geister wandeln, auf der Suche nach Vergessen, ihre ewige Pilgerreise, führt sie an die Küste des tieflosen Ozeans und zur letzten Umarmung des schwarzen Wassers. Das Wasser des Todes finden. Und, liebe Kinder, gebt fein Acht, ich habe euch etwas mitgebracht, denn ich glaube, das ist genau der Punkt, wo du jetzt nämlich zurücksetzen musst. Und wer hier schon gestorben ist, der hat es bestimmt gesehen. Ich möchte, ja, ist egal wo, warte mal, wo sind wir denn jetzt hier? Ja, hier ist schon richtig. Nein, nicht wiederbeleben. Wer hier schon gestorben ist, der hat das bestimmt gesehen, dass hier bei dem Wasser Geister die ganze Zeit rum schweben. Und denen läuft man jetzt am besten entgegen. Weil die schweben hier nämlich nicht ohne Grund rum. Ich glaube, dass das der Quest-Step ist. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Was du dir alles merkst? Mir wären die nie aufgefallen. Obwohl ich auch oft tot war, natürlich. Echt? Hast du die nie gesehen? Nein. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn, die restlichen Geister? Aber jetzt sehe ich keine mehr. Jetzt sind mir irgendwie nur zwei oder so sind uns entgegengekommen. Ne, das ist nicht so viel. Aber man kann ja mal weiter gucken. Irgendwo wird schon das Wasser des Todes sein. Vermute ich doch mal. Kannst du schon mal den Translator öffnen? Man kann sich auf alle Fälle so ganz cool, finde ich. Das finde ich bei TSW eigentlich ganz nett. Du kannst dir, wenn du tot bist, echt so die Sachen eigentlich ganz gut angucken. Also wo so manche Sachen kannst du dir einfach nicht angucken. Aber es gibt auch irgendeinen Befehl, den kannst du eingeben in die Konsole, dann siehst du alles farbig. Ne? Also du musst es dir da nicht auf Schwarz-Weiß angucken. Guck mal, hier sind keine Geister mehr. Wir sind hier bestimmt falsch. Ja, seit der Brücke ist da. Ja. Flotte. Ich laufe hier trotzdem mal weiter lang, man weiß ja nie. Jetzt drehen wir eine Ehrenrunde. Ja, ja. Ich habe das noch nie gesehen, dass hier so Steine runter. Das ist ja hübsch. Ein kleiner Wasserfall oder so. Das ist ja nett. Wenn du das noch nie gesehen hast, sind wir auf jeden Fall falsch. Ja, ich könnte mich jedenfalls nicht dran erinnern. Hier hinten turnt man bestimmt so selten rum. Na, wo sind denn die Geister hier? Für die Wasser des Todes. Ja, keine Ahnung, wie ich
So viele Flüsse sind hier ja nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, so viele Flüsse sind hier ja nicht. Das werden wir schon finden. Na komm, so verwirrt können wir doch gar nicht sein. Das ist schon unser Normalzustand, glaube ich. Meinst du das? Ja. Guck mal, hier stehen so kleine Feenwesen-Dinger hier drin. Oh. Hallo. Warum stehen die denn hier unter der Brücke? Was ist mit denen denn los? Tja. Ob das so richtig ist? Wenn man tot ist, hat man vielleicht keine Lust auf Regen. Das könnte sein. Das könnte die Frisur zerstören. Na, das gibt's ja gar nicht. Wo sind denn die Geister? Warten wir mal zurück und dann schon. Okay. Hier sind wir falsch. Das ist eine andere Mission hier. Jetzt müssten wir eine Zonk-Melodie einspielen. Ich fand den Song immer toll. Die Serie gibt's gar nicht mehr, ne? Ja, ich hab den auch immer lieber gewonnen als was irgendwas anderes. Im ja, was willst du mit einem Auto oder Geld? Ja, da war ich noch klein und da wollte ich einen Stoff dir haben. Ja. Eben, ich wollte gerade sagen, da will man lieber den Song. Das verstehe ich vollkommen. So, naja, wo sind denn die Geister jetzt? Wenn wir Richtung Körper laufen, dann finden wir die Geister auf jeden Fall. Ja, wieder. Es war ja nicht weit vom Körper weg. Ja, das war ja hier beim Körper auf jeden Fall. Vielleicht laufen wir den Geistern nicht entgegen, sondern mit ihnen. Vielleicht gehen die ja auch zum Wasser des Todes hin. Könnte ja auch sein. Eigentlich, ja, kann beides sein. Schauen wir mal. Aber ich denke auch, dass das die zweite Variante sein wird. Na, immerhin kann man ja hier unbeschadet durch die Gegend springen. Wenn man ja eh schon tot ist, dann hat man ja nicht mehr viel zu verlieren. Ich hatte ja auch keine Probleme. Ich weiß nicht, was du hast. Ach naja, hier ne, diese ganzen Elektrik-Sachen und so, das fand ich übrigens sowieso total komisch. Die hatte ich auch viel schwerer in Erinnerung, die Mission. Und die fand ich, die gingen dann eigentlich, da komme ich nicht rüber. Die fand ich, gingen eigentlich. Das fand ich gar nicht so dramatisch. Keine Ahnung. Also es ist echt bei TSW, jetzt komme ich hier nicht durch. Ich dachte, da ist der Zaun kaputt. Das ist bei TSW ja tatsächlich ganz viel Skill, von der Skillung immer abhängig. Dum, dum, dum. Ja, ich folge dem gerade schon. So einem komischen Typen. Schauen wir mal, wo der hin will. Ah ja, ich sehe hier auch so eine Geistertussi. Der laufe ich mal hinterher. Schönen guten Tag. Ach, da drüben ist der Typi. Schönen guten Tag. Nein, ich möchte nicht wiederbeleben. Danke. So, das fühlt sich irgendwie richtiger an, ja. Da ist auch wieder eine Geistertussi. Dum, dum, dum. Mal, aber wie schön abwechselnd. Immer ein Mann, eine Frau. Ein Mann, eine Frau. Selbst bei den Geistern gibt es Emanzipation. Bin mir nicht sicher, bei Mr. Mann vorne. Sollte eigentlich nicht sein. Das tut man doch nicht. So. Ah, da ist der nächste Geist, okay. Oh, hier ist eine Lore und ich kann die nicht einsammeln. Oh nein! Nein. Das gibt's ja nicht, die Lore habe ich schon. Ich habe eine Lore, die du nicht hast. Ja, ich habe die noch nicht. Wie würden wir hier sagen? Abrada Hacha. Ganz schön weiter Weg. Ja, das stimmt. Und das alles nur, um das Wasser des Todes zu finden. Wer möchte sowas denn bitteschön haben? Kein Mensch. Tja, ich glaube, die Freizeitbeschäftigung als Toter sind ein bisschen, ja. Attention, the servers are coming down in 90 minutes for an update. Ja, wenn das weiter so geht mit dem Bachverlauf, bin ich mir nicht sicher, ob wir das schaffen. Ist immer schlimmer hier. Noch eine Lore, die will ich nicht. Ja, die habe ich auch noch nicht. Ach Gott, Alter. Gott, wo sind wir denn da? Ja, vollkommen am Hintern der Welt, glaube ich. Oh, hier sieht's gut aus. Schau an. Den Brunnen des Todes benutzen.
Sehr gut. So, und jetzt gilt es noch, das Grabmal des Drachen zu finden. Das allerdings erst im nächsten Part. Ja, ich würde sagen, bis morgen. Ciao, ciao.